Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei meinem großen Q&A-Video. Ich hatte euch auf Instagram vor ein paar Tagen gefragt, was ihr schon immer mal wissen wolltet. Und ihr habt auf jeden Fall einige spicy private Fragen gestellt. Natürlich aber auch viel um meine Kekse, um meinen Beruf und so weiter. Ich versuche heute so viel wie möglich zu beantworten. Das waren aber tatsächlich extrem viele Fragen. Also seid bitte nicht traurig, wenn eure Frage heute nicht dran kam. Ich werde das Ganze auf jeden Fall wiederholen. Vielleicht werden es auch zwei Teile, muss ich noch schauen. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Ich werde versuchen, private Fragen und Fragen zu meinen Keksen bzw. auch zu meinem Beruf ein bisschen zu mischen. Ich fange jetzt aber erstmal mit den Basics an, und zwar wie alt ich bin. Ich bin 27 Jahre alt, werde allerdings diesen Monat noch am 19. Dezember 28. Ich bin also Schütze. Hast du eigentlich etwas anderes gelernt oder sogar studiert als den Beruf Cookie Artist? Ja, Leute, ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich war damals auf der Realschule und habe mir damals noch voll motiviert gedacht, dass ich gerne studieren würde. Dementsprechend bin ich nach der 10. Klasse auf die Fachoberschule gegangen, um da mein Fachabitur zu machen. War zwischen der 11. und der 12. Klasse dann sogar auch nochmal ein Jahr in den USA, habe dort ein Auslandsjahr gemacht, bei einer Gastfamilie gewohnt, und es war wirklich eine unglaublich schöne und coole und lehrreiche Zeit. Also jeder, der mit dem Gedanken spielt, go for it. Ich fand es richtig, richtig cool, habe mein Englisch aufgebessert und bin dadurch einfach nochmal selbstständiger geworden. Zurück in Deutschland habe ich dann wirklich mit Ach und Krach die 12. Klasse noch durchgezogen. Ich hatte damals Party im Kopf, ich hatte Jungs im Kopf, ich hatte Spaß mit meinen Freunden haben im Kopf. Ich habe da meinen ersten Freund kennengelernt. Also für mich war alles wichtiger als Schule oder sogar Studium. Also diesen Studiumgedanken, den habe ich dann mal ganz schnell über Bord geworfen und dachte mir, Anni, du fängst jetzt einfach mal direkt an zu arbeiten. Dann kam aber das nächste Problem auf den Tisch, und zwar, was will ich denn überhaupt arbeiten? Ich war damals wirklich komplett lost. Ich wusste weder, was meine Stärken sind, noch was meine Schwächen sind, noch was ich mit meinem Leben anfangen will, was mir wichtig ist. Und ich finde, als Teenager mit 16, 17, 18 nach der Schule irgendwie zu entscheiden, was du den Rest deines Lebens arbeiten willst, finde ich super, super schwierig. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder ging. Ich hatte mehr oder weniger keine Ahnung. Also ich hätte wirklich alles werden können. Zu der Zeit haben allerdings die ganzen Marketing- und Medienberufe, ist jetzt mittlerweile schon fast 10 Jahre her, sind da total geboomt. Ich hatte damals ein bisschen gegoogelt Ausbildungen und bin dann auf die Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation gekommen. Und ich dachte mir, ja, warum eigentlich nicht? Hört sich ganz cool an, du hast einen kreativen Aspekt dabei, man verdient ganz in Ordnung, dann machst du das halt auch mal. Jedenfalls habe ich die Ausbildung dann erfolgreich beendet. War soweit auch ganz okay. Der Betrieb war relativ oldschool. Es war im Online-Marketing. Ja, war ganz okay. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte auch während der Ausbildung war Party und Freunde und coole Sachen machen, war immer oberste Priorität bei mir. Also ja, das war eine wilde Zeit damals. Ich wusste nicht richtig, in welche Richtung es gehen soll. War dann im Endeffekt aber tatsächlich recht glücklich mit meiner Berufswahl. Nach der Ausbildung habe ich mich dann entschlossen, ich will nach Berlin ziehen. Ich war damals, wie gesagt, mit meinem ersten Freund zusammen, und der hatte da zum Glück auch Bock drauf, und wir haben unsere Sachen gepackt, sind nach Berlin gezogen, und ja, hier wohne ich immer noch. Fühle mich mega, mega wohl in der Stadt. Ich hatte damals einfach Bock, was Neues zu erleben, Tapetenwechsel, mein Leben zu leben, Erfahrungen zu machen, und das habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Bin sehr glücklich hier. Und habe dann hier weiterhin im Marketing gearbeitet. Und hätte ich meine Leidenschaft für Kekse nicht entdeckt, bin ich mir tatsächlich sogar recht sicher, dass ich im Marketing auch Fuß gefasst hätte, mich mehr darauf fokussiert hätte und da vielleicht auch einen ganz coolen Weg eingeschlagen hätte. Damit kommen wir auch schon zur zweiten Frage. Könntest du mit dem Kekse dekorieren Geld verdienen? Ganz ehrlich, Leute, nein. Das hat vor allem den Hauptgrund, dass es in Deutschland sehr strenge Regularien gibt, wenn man mit Lebensmitteln arbeiten möchte, was auch vollkommen in Ordnung ist. Es heißt aber im Umkehrschluss, dass ich zwingend neben anderen Kriterien brauche ich auch zwingend eine Gewerbeküche, die vom Gesundheitsamt abgenommen wird. Eine Gewerbeküche zu Hause zu haben ist fast unmöglich. Du brauchst
Deckenhohe Fliesen, du brauchst mindestens zwei Spülbecken, die einen gewissen Abstand voneinander haben. Also es sind super viele Sachen, die du in so einer normalen Wohnung, wie ich sie jetzt habe, nicht umsetzen kannst. Es gibt da halt die Option, eine Gewerbeküche zu mieten. Ne? Die kostet hier in Kreuzberg allerdings gerne mal 150 Euro die Stunde. Und in einer Stunde habe ich vielleicht gerade mal den Teig angerührt und die Farben, wenn es überhaupt reicht. Das heißt, ihr könnt euch bei dem Punkt schon denken, solange ich nicht mein eigenes Keksatelier mit Küche habe, was mein absoluter Traum ist, oder in irgendeiner Konditorei arbeite, wo ich den Zugang zu einer Gewerbeküche habe, ist das allein schon so eine große Hürde, dass ich sage, hey, die Kekse zu verkaufen macht absolut keinen Sinn. Außerdem muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich das, glaube ich, gar nicht wollen würde. Denn wenn ich mir vorstelle, dass ich diese Kekse wirklich auf Masse produziere und den ganzen Tag nichts anderes mache, als Bestellung nach Bestellung nach Bestellung abzuarbeiten, weiß ich nicht, ob mir das auf Dauer noch Spaß machen würde. Ich glaube, mir würde tatsächlich so dieser kreative Aspekt irgendwann fehlen. Denn ich lese ja immer eure Nachrichten und ihr möchtet ja immer gerne Kekse bestellen. Und es sind einfach oft Sachen wie, hey, ich bin seit 2 Jahren mit meinem Freund zusammen, ich möchte ihm Kekse schenken, meine Oma hat Geburtstag, Taufe, ich bekomme ein Baby. Es sind meistens immer dieselben Themenfelder. Und das dann die ganze Zeit abzuarbeiten, ich glaube, da würde so dieser künstlerische Part ein bisschen verloren gehen. Und deswegen würde ich das wahrscheinlich gar nicht wollen. Tja, womit verdiene ich dann mein Geld? Bin ich Vollzeit-Content-Creatorin? Oh, Leute, das ist auch eine sehr gute Frage, denn die habe ich mich tatsächlich auch sehr, sehr lange gestellt. Ich bin ein sicherheitsliebender Mensch, das heißt, ich habe mir wirklich sehr lange Gedanken gemacht, ob ich meine Vollzeitstelle im Marketing aufgeben soll, um Content-Creatorin zu werden. Und Leute, hätte mir das jemand vor 2-3 Jahren gesagt, dass ich mal an diesem Punkt stehen würde, ich hätte die Person ausgelacht. Also ich habe mich ehrlich gesagt nie in dieser Rolle gesehen. Ich bin da irgendwie reingekommen, aber ich bin überglücklich drüber, denn das ist genau das, was mich erfüllt. Das ist absolut meine Leidenschaft, sowohl meine Kekse als auch dieses Digitale, was ja irgendwie auch den Marketing-Aspekt wieder so ein bisschen reinbringt. Das vereint so viele Sachen, die mir einfach gut liegen. Ich kenne mich mittlerweile einfach besser. Ich weiß mittlerweile, wo meine Stärken sind, wo meine Schwächen sind. Und ich habe das Gefühl, ich habe mich mit diesem Beruf wirklich gefunden. Dafür bin ich auch unendlich dankbar, denn es ist keine Selbstverständlichkeit, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen und jeden Tag das machen zu dürfen, was einen komplett erfüllt. Also ich fühle mich wirklich, als wäre es meine Lebensaufgabe, mich kreativ durch meine Kekse auszudrücken und anderen Leuten durch meine kleinen Clips vielleicht ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Dementsprechend habe ich mich tatsächlich auch entschlossen, das Ganze hier Vollzeit zu machen. Ja, Leute, es war eine wirklich sehr, sehr lange Entscheidung. Es war nichts, was ich jetzt hier von heute auf morgen mal eben so entschieden habe. Ich habe auch großen Respekt davor, jetzt auf mich alleine gestellt zu sein, in der Selbstständigkeit, mich um alles selber zu kümmern. Aber ich gehe dieses Abenteuer ein und ich freue mich drauf. Und ich habe diese Entscheidung tatsächlich auch erst vor kurzem gefällt. Das heißt, ich slide jetzt gerade so in diesen Weg rein, in die Selbstständigkeit. Ich bin mega gespannt, wie es klappt. Ich habe, wie gesagt, auch immer mal wieder ein bisschen Angst davor, aber hauptsächlich freue ich mich einfach mein ganzes Herz und 100% meiner Zeit und meines Fokuses auf meine Kekse legen zu können. Jetzt kommt eine etwas privatere Frage, und zwar, ob ich einen Freund habe. Ich hatte bis Anfang des Jahres einen Freund. Ja, wir waren 7 Jahre zusammen und es war wirklich die schönste Zeit, die ich mir je hätte vorstellen können. Ich bin unfassbar dankbar für jeden Tag, den wir zusammen verbracht haben und auch für ihn. Er ist immer noch ein riesengroßer, wichtiger Teil in meinem Leben. Also, dass wir trotz Trennung und trotz Zusammenwohnen und trotz 7 gemeinsamer Jahre, dass wir jetzt an dem Punkt stehen, dass wir uns so gut verstehen und dass alles so harmonisch ablief, die Trennung, das ist wirklich, ich bin einfach nur unfassbar dankbar dafür. Ich weiß auch, dass ich meinen Ex-Freund Tag und Nacht anrufen kann, egal was ist, andersrum natürlich genauso, er hilft mir immer. Ich hatte ihm dafür letztens auch Kekse dekoriert und das Ganze gepostet. Er hatte mir eine Zeit lang nämlich wirklich öfter mal aus der Patsche geholfen. Und ihr seid unter den Kommentaren echt ausgerastet, also viele haben es gar nicht verstanden, viele haben geschrieben, da läuft doch noch bestimmt was, wieso hat man so ein gutes Verhältnis, aber ist da nicht zusammen, ich verstehe das nicht und so weiter und so fort.
Aber ihr müsst wissen, wir sind zusammengekommen, da war ich 19 bis jetzt Ende 20. Und ich glaube, wenn man so früh zusammenkommt und seine ganzen 20er quasi zusammen verbringt, ist die Wahrscheinlichkeit einfach hoch oder ist es auch einfach normal, wenn man sich ab irgendeinem Punkt dann nicht mehr in die gleiche Richtung entwickelt oder es einfach nicht mehr so für eine Beziehung reicht, wie es eigentlich sein sollte. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich finde es dann auch absolut nicht verkehrt zu sagen, hey, wir hatten eine mega schöne Zeit zusammen, aber jetzt ist es vielleicht mal an der Zeit, dass jeder auf eigenen Beinen steht, seine eigenen Erfahrungen macht, für sich selber wächst. Und das haben wir gemacht und ich glaube, uns geht's beiden mittlerweile gut mit der Situation. Klar, eine Trennung ist nie schön und es war auch wirklich teilweise hart, aber dass wir noch so gut befreundet sind und so eine gute Beziehung noch miteinander haben, das bedeutet mir wirklich alles. Und wenn du das hier siehst, mua. Hast du noch andere Hobbys? Die Frage fand ich tatsächlich sehr witzig. Ist aber durchaus legitim, denn ich finde, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dann braucht man wirklich andere Hobbys. Weil dann hat man auf einmal kein Hobby mehr, dann ist es ein Beruf. Und ich finde, es ist trotzdem, Beruf ist auch immer mit nervigen Sachen, negativen Sachen, Verpflichtungen verbunden, während Hobbys einfach nur da sind, um Spaß zu haben. Früher war dieses Hobby-Thema bei mir tatsächlich echt was, wo ich mir viele Gedanken drüber gemacht habe, weil ich früher keine Hobbys hatte. Da bin ich echt ehrlich mit euch. Ich hatte eine Phase, wo ich, wie ich am Anfang schon erzählt hatte, als Teenager viel Party gemacht habe und viel mit Freunden unterwegs war. Ist wahrscheinlich auch normal. Ich war nicht die Einzige, der es so ging. Aber also Hobbys hatte ich nicht. Ich finde, man sollte sich da aber auch keinen Druck machen. Es gibt Leute, die haben vielleicht schon als Kinder Hobbys, die spielen Gitarre, reiten und führen das dann ihr ganzes Leben lang fort. Finde ich mega, mega schön. Dann gibt es aber auch welche, die vielleicht erst mit Mitte 40, Ende 50, Anfang 60, keine Ahnung was, Hobbys entdecken, die dann auf einmal merken, hey, irgendwie Gartenarbeit ist voll mein Ding, keine Ahnung, ich bin leidenschaftlich gerne. Siehst du, ich kenne nicht mal Hobbys. Und bei mir war es eben so, ich habe mein Hobby oder meine Leidenschaft mit Mitte 20 entdeckt. Ich glaube, man sollte sich da einfach keinen Druck machen, man sollte einfach mit offenen Augen durchs Leben gehen, nach links und rechts schauen, Sachen ausprobieren. Also wenn ihr auch so ein bisschen mit diesem Hobby-Thema struggelt, macht euch da einfach keinen Druck. Ich habe tatsächlich noch ein großes Hobby, was viel Zeit in Anspruch nimmt aus meinem Leben. Das ist 0815 Hobby Nummer 1, Sport. Aber es ist einfach so, ich gehe viermal die Woche zum Sport und es ist nichts, wo ich mich irgendwie zwingen muss oder was irgendwie so ein nerviges Ding ist, was ich für meine Gesundheit mache oder für meine Figur. Natürlich auch für meine Figur, aber ich freue mich, ich brauche wirklich den Sport als Ausgleich, vor allem zu dieser Dekorierarbeit, wo ich immer so am Schreibtisch sitze, ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn ich auch mal ein bisschen Sport mache. Macht mir wirklich Spaß und ich würde sagen, das ist mein Hobby, aber ansonsten, Freunde treffen, zählt das als Hobby? Magst du deinen Bruder oder deine Schwester mehr? Die Frage kam auch auf Instagram in meine DMs geslidet und ich glaube, die war von meiner Mama und ich finde beide nervig. Nein, Spaß, ich liebe beide über alles. Meine Geschwister sind tatsächlich noch sehr klein, im Gegensatz zu mir, beziehungsweise noch sehr jung. Meine Schwester ist 12. 12, glaube ich, bist du, oder? Und mein Bruder 14, wenn ich mich nicht irre. Ich bin ja fast 28, das heißt, wir haben einen sehr, sehr großen Altersunterschied und wir haben tatsächlich dadurch, dass ich eben das Auslandsjahr in den USA gemacht habe und dann auch relativ früh ausgezogen bin, ich bin mit meinem ersten Azubi-Gehalt damals mit meiner besten Freundin in eine WG gezogen. Das heißt, ich glaube, wir haben zusammen gewohnt, zwei, drei Jahre vielleicht, also nicht lange. Dementsprechend habe ich zu meinen Geschwistern natürlich ein ganz anderes Verhältnis wie die beiden zueinander oder wie man es normal unter Geschwistern kennt. Aber ich liebe es, eine große Schwester zu sein. Ich liebe die beiden, auch wenn mein Bruder mit seinen 14, fast 15 Jahren jetzt im Teenageralter ist und seine große Schwester eher uncool. Aber ich glaube, irgendwann, wenn er älter ist, werden wir uns vielleicht wieder ein bisschen angleichen. So ist es halt mit Geschwistern. Mal hat man mehr zu tun, mal weniger miteinander, aber Familie bleibt Familie. Machst du mal dein eigenes Geschäft auf? Die Frage fand ich wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr süß. Tatsächlich ist mein allergrößter Traum, meine eigene Keksgalerie zu haben. Also in meinen Vorstellungen sehe ich mich hier irgendwo in Kreuzberg,
in so einer kleinen Galerie, muss gar nichts Großes sein. Hauptsache schön hell, offen zur Straße raus, gerne mit einer Glasfront. Und da sitze ich dann und dekoriere Kekse und Leute können reinkommen und Hallo sagen und kurz mit mir quatschen oder einen Kaffee trinken. Und ja, das wäre mein allergrößter Traum. Ein eigenes Geschäft im Sinne von, wo ich wirklich dekorierte Kekse verkaufe, eher nicht. Aus den Gründen, die ich schon vorher genannt habe, weil ich die Kekse einfach nicht auf Masse produzieren möchte. Aber so eine kleine Galerie, wo ich dann meine Kekse vielleicht auch ausstellen könnte, das wäre wirklich sehr, sehr, sehr schön. Kannst du auch gut zeichnen? Was war dein Lieblingsfach? Viele denken immer, dass ich mega, mega gut zeichnen kann. Ich war, wie gesagt, auf der Kunstschule, aber da einer der schlechtesten. Also ich weiß noch ganz genau, am Ende des Jahres kam quasi für die Neuankömmlinge oder die, die sich eben auch für diesen Kunstzweig interessiert haben, wurden die Prüfungsergebnisse von der Aufnahmeprüfung vom letzten Jahr in der Aula ausgehangen. Natürlich nicht alle, aber ein paar, damit die neuen Schüler und Schülerinnen sich so ein bisschen orientieren können und sehen, okay, die sind durchgefallen, die haben es geschafft, wo stehe ich ungefähr, wie gut muss ich sein. Man muss eine Aufnahmeprüfung machen, man hat da quasi irgendein Thema bekommen, konnte sich aussuchen, ob man das Ganze mit Öl, Farben machen will, zeichnen will, was auch immer. Und mein Bild war da tatsächlich als Negativbeispiel, als eine Schülerin, die es gerade so geschafft hat, das war ich, das war mein Bild. Dementsprechend kann ich schon einigermaßen gut zeichnen und malen, aber es gibt Leute, die sind wirklich tausend. Also in meiner Klasse, da waren Leute, krass. Krass, krass, krass. Ich würde mich so im unteren Mittelfeld einstufen. Damit ich euch hier keine Stunden lang voll laber, würde ich sagen, wir teilen das ganze Video auf. Im zweiten Part werde ich noch weitere Fragen beantworten. Wenn ihr noch Fragen habt, kommentiert auch gerne hier in den Kommentaren und habt noch einen schönen restlichen Tag.